So. Dann bringen wir die Ladung jetzt auch mal dahin. Ich möchte mal gucken, der Preis ist nicht wirklich gestiegen, aber ich möchte das trotzdem über den Zug machen. Oh, Helfer A wird durch ein Objekt blockiert. Das war ich. Okay. Ich bin zu fett. Wollt ihr mir das etwa damit sagen? Ich glaube, wenn wir das da hingebracht haben, dann fahren wir jetzt mal mit dem Zug los. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Wir werden jetzt auch mal kurz die Abkürzung nehmen. Die Abkürzung. Yippie! Das würde normalerweise kein gesunder Mensch machen. Aber ich bin ja nicht gesund. So. Beinahe schon zu weit gefahren. Und kippen. So. Und bitte weiter befüllen. Oh, das sieht ja richtig gut hier drin aus. So, dann wollen wir mal sagen, wir geben mal Gas, ne? Oh nein, ich habe die falsche Strecke genommen. Haha. Shit! Halt an! Was? Ich habe tatsächlich die falsche Strecke genommen. Ach, so ein Scheiß, aber auch. Verzeihung. Das heißt also nochmal rückwärts fahren. Mist! Kostet mich das auch Geld. Kann ich das irgendwie leeren? Auskippen. Schon leer. Ich sollte vielleicht auch den richtigen nehmen. Das war jetzt irgendwie doof. So, nehmen wir mal lieber den Zug, weil das ist nämlich der richtige. So, Befüllung starten. Mit ganzen Weizen. So, und das heißt jetzt losfahren. Machen wir mal von der Sicht. Ich mache auch mal das Licht an. Ach, das kann ich gar nicht anmachen. Das geht bestimmt von alleine an. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Boah. Ihr kennt das ja vom Zugsimulator. Aber so schnell darf man da normalerweise nicht durch die Kurven fahren. Weil sonst fliegt ja der Zug aus der Schiene. Boah, das sieht so toll aus. Guck dir das mal an. Durch diese Landschaft. Mit diesem Zug. Ist ein Traum. Was ist denn hier? Noch eine Befüllungsstelle. Ey, es gibt hier tausende von Befüllungsstellen. Was ist das da? Eine Wasserbetankung? Hm. Das war wahrscheinlich früher mal für die Dampfloks. Ein Wasserturm. So, wir kommen jetzt ans Ziel. Das heißt, jetzt müssen wir langsam mal abbremsen. Der Zug bremst aber wirklich gut ab. So, wir sind am Ziel. Uah, wir sind am Ziel. Was ich aber mal eben machen möchte, ist, dass diese Anzeige da weggeht, weil das stört mich.
Fällt das da richtig runter? Mal gucken. So, auskippen I. Und jetzt mal aufs Geld achten. Man hat ehrlich gesagt nichts genommen, gesehen. 5.716 haben wir bekommen. So, dann fahren wir mal wieder zurück. Ich finde das wahnsinnig schön. Oh, die Kurve. Mit 60 da durchbrettern, natürlich. Huch. Ah, hier ist auch wieder eine Beladestelle. Da scheint es... Da könnte das Holz, glaube ich, sogar verkauft werden. Das müsste so eine Stelle sein. Ja, das ist hier ein Sägewerk. Natürlich. Dann wird das da an der Stelle verkauft. Ob das hier wohl auch noch so ist, wenn man das ins Wasser wirft, dass man dann Geld dafür kriegt? Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht sollten wir wirklich irgendwann mal uns als Forstwirt versuchen. Aber dafür brauchen wir natürlich noch mehr Geld, was wir halt nicht haben. So, jetzt kommen wir wieder an die Stelle, wo wir angefangen haben. So. Stellen wir den mal wieder richtig hin und anhalten. So, also ich muss ganz ehrlich sagen, gefällt mir sehr gut, dass man die Züge hier einmal quer über das Land fahren kann. Dass es vor allen Dingen auch so viele Beladestellen gibt. Oh, ein Goldnugget! Hat sich gleich schon gelohnt, da hochzugehen. Oder Zug zu fahren, besser gesagt. Ob hier vielleicht noch irgendwo eins liegt, wir werden es noch erfahren. Weil ich werde mich hier nämlich öfters mal blicken lassen und mich umgucken. Ist hier noch irgendwo was versteckt? Ist das hier vielleicht... Das sieht so aus wie der Trakt, wo es nach oben gepumpt wird. Ah, hier, guck mal. Noch eins. Jetzt haben wir schon fünf. Schicke Werkbank. Dann fahren wir mal nach Hause zurück. Und werden mal das Weizen da wieder abholen von unserem... Mähdrescher. Und was wir vor allen Dingen auch machen müssen, ist das Rapsfeld anfangen mit Abtragen. Also ist noch genug zu tun heute. Na, warum ruckelt denn das jetzt? Also eben gerade gab es auch wieder so einen Ruckler. Nur dass ich hier die Ruckler diesmal während des Aufnehmens auch feststelle. Das finde ich eigentlich besser, als wenn man das nur hinterher merkt, wenn man es sich anguckt. Weil so kann man auf das Ruckeln eingehen. Das klingt komisch, ist aber so. So, ich lasse mal den Traktor da stehen und wir fahren mal mit dem Mähdrescher da runter. Da müssen wir ja sowieso hin. Und wir müssen einen beauftragen, der das Feld pflügt. Das müssen wir nämlich machen. Also wenn jetzt hier jemand sagen sollte, ey, da müsst ihr mal einen besseren PC kaufen, wenn es ruckelt, das hat damit nichts zu tun. Es könnte vielleicht sein, dass die Festplatte bald voll ist. Das könnte ich mir noch vorstellen. Aber mein Atom-PC, ne, den kann eigentlich nichts in die Knie zwingen. Ich glaube, das Einzige, was es kann, ist tatsächlich, wenn ich mit der HTC was spiele und das aufnehme. Das ist das Einzige, was es richtig in die Knie zwingt. Aber ist ja auch ganz klar. Weil das ist ja noch so ein Punkt, der wird auch richtig ausgeschöpft. Und das kann auch bis jetzt noch kein richtiger PC so richtig verarbeiten. Wobei doch. Können sie ja schon, nur halt das Aufnehmen noch nicht. Vielleicht ist auch das Aufnahmeprogramm noch nicht so weit, dass es damit irgendwie glänzen könnte. Weil das die Aufnahmeprogramme nämlich noch nicht können. Vielleicht gibt es ja sogar ein Virtual Reality Aufnahmeprogramm, aber das kenne ich noch nicht. So, das bringen wir jetzt aber mal ins Lara. Apropos Lara.
Der kann hier eigentlich schon mal losfahren. So. Weil Raps muss ja irgendwann auch mal geerntet werden. Ich hoffe nur, dass der andere Teil dann auch reif wird in der Zeit. So. Dann kippen wir das hier mal ab. Ich will jetzt das aber mal zur Seite kippen. Nee, Kornkipper will ich nicht. Links. Weil zur Seite abkippen, vielleicht kommt mir das auch nur so vor, aber das müsste normalerweise schneller gehen. Wenn die Logik in dem Spiel stimmt, ne? Das muss man auch mal wieder dazu sagen. So. Dann packen wir mal den Hänger hier ab. Und wir nehmen uns den Flug in die Hand. In die Hand, sage ich jetzt schon. Hängen uns hinten dran. Und werden den mal mitnehmen. Damit wir Feld 12 mal flügen. Weil es steht nämlich auch hier, dass es gepflügt werden muss. Und das ist nicht gut. Also hier muss man tatsächlich auch mal flügen. So wie es ja auch richtig ist. Erst pflügt man, dann grubbert man. Und zum Schluss sät man halt ein. Ich werde den Traktor mal auf der Seite, also hinten starten lassen. Das wird natürlich etliches an Geld kosten, wenn der Helfer da drüber fährt. Aber ich sag mal, es muss halt getan werden. Es muss gemacht werden, was getan werden muss. Nee, wie war das? Es muss getan werden, was getan werden muss oder so. Irgendwie so gab es noch mal so einen Spruch. Egal. So, ha. Boah. Guck dir das mal an mit dem Flug. Also gut sieht's aus, ne? Ich lasse jetzt gerade schon den Helfer fahren, aber... Oh! Wir haben eine Helferin! Hi! Na du? Oh! Die lässt da auch ein bisschen was aus. Da muss ich vielleicht nachher, also wenn der da fertig ist, mal manuell drüber fahren. So! Den wollte ich jetzt bewegen. Ich möchte nämlich hier mal den Düngerstreuer mal absetzen. Apropos Düngerstreuer. Oh nein. Naja, wir haben noch 3 Düngersätze, aber ich glaube, die müssen wir bald... Da müssen wir 9 von kaufen. So. Und weil der so schmutzig ist, werde ich den auch mal eben abkerchern. Weil das geht ja mal gar nicht. Das sieht ja aus wie bei armen Leute, wenn wir das nicht machen. Wenn die sauber sind, sehen sie aus wie neu. Musste ich auch heute dabei feststellen, als wir unser eines Auto gewaschen haben. Das sah dann plötzlich wieder aus wie neu. Aber das ist ja ganz normal. So, wieder rein in den New Holland 8340. Und dann hängen wir uns mal den Hänger hinten dran. So. Tja, den Rest kann ich eigentlich fahren. Dann sparen wir uns die Lohnkosten. Ah, hier drin ist das schön angenehm von der Lautstärke. Vielleicht wird ja der Raps noch fertig. So. Aus Raps übrigens kann man kein Stroh machen. Aber das soll uns mal nicht stören. Ich weiß nicht, was wir als nächstes machen sollen. Ob wir uns vielleicht ein Rasenmäher kaufen sollten. Was ja eigentlich auch die Frage ist. Ich lasse mal kurz den Helfer weiterfahren. Dann können wir nämlich hier mal gucken, was wir kaufen können als nächstes. Mähwerk.
Was kostet denn das so? Also das kleinste kostet 9.000. Was ist das denn? Kann ich das hin und her fahren? Das sieht so aus wie dieses Ding, was man in jede Richtung irgendwie fahren kann. Und das hier sind ja die... Oh Gott, Lelly. Die sind natürlich am teuersten. Da ist hier, seht ihr, das von Pöttinger gar nicht so teuer. Wenn ich das sogar richtig gesehen habe, kann man bei den Pöttinger... Ich weiß nicht, ob das auch hier bei den Lelly funktioniert. Jedenfalls bei den Pöttinger kann man das vorne dran setzen, sodass die drei Dinger vorne sind. Das haben wir ja, als wir das Spiel gestartet haben, in dem Intro gesehen. Das ist hier vom New Holland, okay. Also ich werde mich wahrscheinlich für die Pöttinger-Variante entscheiden. Und dann brauchen wir ja noch einen, der das Gras aufsammelt. Das ist ja hier der Ladewagen. Und wir werden dann mit dem Kleinsten natürlich erstmal anfangen und werden uns dann so allmählich zu den Großen vorarbeiten. Und dann werden wir da, denke ich mal, Silage rausmachen. Ja, ich glaube, das ist das Sinnvollste. Und hier können wir dann auch das ganze Dreschwerk und was nicht alles da reinpacken. Und was wir natürlich auch brauchen, ist, ich habe es nämlich gerade gesehen, hier die Striegel. Nee, die brauchen wir nicht. Das war ja das mit dem Unkraut, wo ich ja letztes Mal total ausgeflippt bin, dass das geht. Oder dass es das gibt. Wo ist es denn? Hier, eine Kettensäge. Könnten wir uns eigentlich leisten. Apropos Kettensäge. Der Hänger. Wie viel kostet denn der? Schneidwerkwagen? Nee, das ist ja nur für das Schneidwerk. Die sollte ich mir vielleicht auch mal kaufen für später, wenn wir einen Mähdrescher haben. Also einen großen. Weil der kleine, der kann noch so auf der Straße fahren, aber die großen nicht mehr. Wo sind denn die von der Forstwirtschaft, die Sachen? Sonderangebot. Kein Fahrzeug im Sonderangebot. Ich sehe es, glaube ich, irgendwie gerade nicht. Kipper, Traktoren, Schneidwerk, Rübenernte. Da, Forstgeräte. Der kostet 54.000. Ganz schön viel. Okay, das bringt also nichts. Ah, hier, es gibt... Uiuiui. Es gibt hier sogar jetzt zwei Varianten. Natürlich, das Ponselgerät ist das, ich sag mal, das größte und das Markengerät. Und das ist halt der Sampo Rosenlel. Der ist natürlich kleiner vom ganzen Umfang her. Und der kann wahrscheinlich nicht ganz so große Bäume stemmen oder kann damit nicht so rumfahren, wie der das kann. Der hier kann sich auch noch im Gesamten drehen. Der ist ja natürlich auch riesengroß. Und der hier nicht. Ich glaube, den kann man nur frontal benutzen. Naja, mal gucken. Okay, nee, dann weiß ich Bescheid. Also für das Teil brauchen wir 54.000. Das wird also noch ein wenig dauern. So, das letzte Stückchen kann ich jetzt selber noch fahren. Und dann haben wir den Raps abgebaut. Und dann haben wir heute eine Menge geschafft. Ich würde auch sagen, wir haben ja jetzt hier schon etliches gemacht und gesehen. Und ich habe auch ein bisschen gequatscht und alles. So, befüllen wir mal eben gerade unseren Hänger. Oh. Sehr schön schwarz ist das. So, jetzt ist er gefüllt, der Hänger. Und jetzt muss ich ja so oder so warten. Dann werden wir mal alles zumachen. So, und absenken. Das muss doch auch irgendwie gehen. Ah, das kann man nicht mehr einzeln, okay. Ich glaube, der New Holland ist besser dafür geeignet, den Hänger hinten dran zu haben. Das werde ich jetzt... Werde ich das abladen? Oh, hier, guck mal. Das wird jetzt braun.
weil das nicht mehr gepflügt werden muss. Also das lohnt sich auf jeden Fall schon mal, dass wir da den Helfer hingesetzt haben, weil das würde ja sonst ewig dauern. Und ich bin jetzt hier schon wieder eine ganze Zeit unterwegs und der hat noch nicht mal ein Viertel geschafft. Also das ist schon, krass. Das ist jetzt gerade mal ein Achtel von dem Feld. Abgeerntet, hier ist es noch im Wachstum. Das wird als nächstes umspringen zu erntereif. Und dann kann ich das Feld 14 auch abernten. Aber das werde ich offscreen machen. Ihr seht ja, was ich jetzt hier alles gemacht habe. Und was ich als nächstes tun werde, ist, dass ich halt die Sachen pflüge und grubbere. Und, huch. Kippen. Kippen. Ich werde die ganzen Waren wahrscheinlich erstmal hier im Silo parken oder ich werde sie gleich verkaufen. Ich weiß es noch nicht. Wie viel bringt denn im Moment Raps? Raps bringt im Moment da unten am meisten. Bei White Aribusiness. Aribusiness, das ist, glaube ich, das ganz da unten gewesen. Oder oben? Ganz oben war das. Da ganz hinten, da könnte ich es verkaufen. Aber ganz im Ernst, ich werde jetzt noch ein bisschen warten. Vielleicht steigen ja die Preise im Gesamten nochmal. Dann kann ich das nämlich auch nach Denton Bakery bringen. Und ich glaube, ich werde die Sojabohnen versuchen anzupflanzen beim nächsten Mal. Aber ich glaube, für die Sojabohnen... Huch! Das wollte ich doch gar nicht markieren. Für die Sojabohnen brauche ich, glaube ich, wieder ein spezielles Schneidwerk, ne? Mal gucken. Wo ist es denn? Ach nee, ganz vorne war es. Hier, Schneidwerk und Sojabohnen. Da, ich kann das mit da... Das kann ich damit abbauen. Also theoretisch könnte ich mal Sojabohnen anbauen und das versuchen abzuernten später. Weil Sojabohnen bringen ja so viel. Das ist echt unglaublich. Ich muss sowieso dann auch mal gucken, dass ich, weil ich muss ja noch Dünger kaufen, ich muss noch Saatgut kaufen und da muss ich ja tausendmal hin und her fahren, also gefühlt. Und da muss ich mal gucken, ob man das nicht irgendwie optimieren kann. Wahrscheinlich geht das nur, wenn ich einen Hänger kaufe. Es muss doch zwangsmäßig diese Wagen geben, die ich früher immer nicht so ganz zuordnen konnte. Weil es gab doch mal beim Land... Hier, Tieflader. Aber dieser Anhänger kann andere Fahrzeuge transportieren. Den könnte man aber auch theoretisch für Waren benutzen. Wobei, es gab mal einen für Heuballen. Ich weiß nicht... Gibt's hier... Wo steht hier? Ballentechnik. Da! Dieses Ding! Das Teil brauche ich. Für 12.000. Das könnte ich mir sogar kaufen, aber nee, ist ein bisschen teuer. Dieses Teil brauche ich, um halt die, nicht die Ballen da drauf zu packen, sondern ich packe da einfach die ganzen Paletten drauf. Da fahre ich nämlich nicht 1500 Mal hin und her und brauche quasi nur einmal für 3 Paletten fahren oder für 4. Ich weiß ja nicht, wie viel hier letztendlich drauf passen, aber hier werden bestimmt ein paar drauf passen. Weil für Ballen fand ich das immer ein bisschen blöd, weil die immer abgestürzt sind. Aber wahrscheinlich kann ich da auch die Paletten drauf packen. Naja, das werde ich auf jeden Fall demnächst mal ausprobieren. Vielleicht seid ihr sogar dabei. Ich denke mal, das werde ich mit euch machen, wenn ich das ausprobiere. Ich werde jetzt hier jedenfalls, naja, wie gesagt, die beiden Rapsfelder werde ich abernten. Dann werde ich hier pflügen. Oh Gott, ich freue mich schon total aufs Pflügen. Weil man sieht ja, wie weit der jetzt hier schon ist. Der ist noch nicht wirklich weit. Sieht aber schon gut aus. Ich weiß gar nicht, wie groß ist denn das, der Flug? Der Flug ist 2 Meter. Da kannst du dir ja vorstellen, oh Gott, wie oft du da drüber fahren musst. Der hier hat sogar auch 2 Meter. Der hier hat gerade mal 3 Meter. Und dann geht das hoch auf 4,9. Und der größte, der hat 6,2. Also Flüge sind nicht gerade so groß. Aber mal ganz im Ernst, ein Flug muss natürlich auch ganz schön was aushalten. Also da brauchst du auch einen wirklich guten Trecker, der dann über das Feld bügeln kann, ohne dass er stecken bleibt. Weil so ein Flug, ja, ich kenne das. Wir haben so eine Handhake. Die kannst du auch als Flug benutzen, weil da sind nämlich auch diese Dinger dran. Und wenn du das schon allein durch die Erde ziehst, mit Muskelkraft, Alter, das ist schon ein Krampf.
Damit kannst du Unkraut und alles entfernen. Aber wenn du das so mal so durchs Gras ziehst, ey, da bist du fix und alle, wenn du da nur mal ein paar Meter machst. Na gut, in diesem Sinne werdet ihr dann wieder was sehen, wenn ich soweit bin und alles gepflügt habe, alles gegrubbert habe, vielleicht sogar schon ausgesät habe. Mal gucken. Nee, gar nicht wahr. Ich werde euch ja zeigen, wie ich hier mit dem Ladewagen hin und her fahre. Also ich werde noch ein paar Waren verkaufen, dass wir halt das Geld haben für diesen einen Wagen, für diesen Anhänger, dass ich da hinten die Paletten draufpacken kann. Und dann bin ich mal gespannt, was das wird, ob die Sachen dann abstürzen, wenn ich auf dem Hof, also wenn ich zum Hof fahren will, wenn ich durch eine Kurve fahre, muss ich dann ganz, ganz langsam fahren. Oh Gott, das macht mir schon Angst. Und dann liegt das hinterher alles auf der Straße und dann ist man wahrscheinlich länger dabei, das wieder da drauf zu laden, als dass ich hin und her gefahren wäre. Naja, ich bin sehr gespannt. Jedenfalls, vielen Dank für euer Interesse, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hier bei der nächsten Aufnahmesession wieder. Ich weiß noch nicht, wann die sein wird, muss ich dazu sagen. Es kann sein, dass sich das wieder etwas verzögert, aber vielen Dank für eure Geduld. Ihr werdet auf jeden Fall belohnt. Bis bald, euer Terra wünscht euch einen schönen Tag. Ciao, ciao und tschüss. Tausende Verabschiedungen, das geht ja mal gar nicht. Aber jetzt wirklich, bye und tschüss.